haben keine Lust mehr, tatenlos zuzusehen. Wir sind heute hier, um unsere Wut auf die Straße zu tragen und den Neonazis zu zeigen, dass wir nicht mehr nur reagieren, sondern ab jetzt auch agieren werden. Denn es ist in Greifswald schon des Öfteren gelungen, erfolgreich gegen Nazi-Aktivitäten vorzugehen. Wir werden nicht weiter zusehen, wie Neonazis ihre menschenverachtende Ideologie propagieren und sich der rassistische Normalzustand immer weiter ausbreitet. Für eine starke antifaschistische Bewegung in Greifswald. Null Toleranz für Nazis. Fight back! Wer nach einer meist beschwerlichen und lebensgefährlichen Flucht nach Deutschland kommt, wird schnell enttäuscht. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, die gesetzlichen Einschränkungen, die viel zu niedrigen finanziellen Leistungen und nicht zuletzt die juristischen Änderungen Anfang der 90er Jahre, die eine praktische Abschaffung des Rechts auf Asyl bedeuteten, haben ein konkretes Ziel. Sie sollen ganz offiziell der Abschreckung dienen und Asylsuchende dazu bewegen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Wir fordern, die Lebensbedingungen von Flüchtlingen zu verbessern und alle Lager abzuschaffen. Gegen Rassismus, für eine Welt ohne Grenzen. Nachdem es sich einige Nazis nicht nehmen lassen wollten, die Demonstration aus nächster Nähe zu beobachten, nahm die Polizei einige Böllerwürfe und hochgezogene Tücher zum Anlass, den Demozug mehrfach zu stoppen. Immer wieder stürmten Greiftrupps in den vorderen Teil und zogen Menschen aus der Menge. Trotz des aggressiven Verhaltens seitens der Polizei und einem zum Ende immer weiter zunehmenden Seitenspalier ließen sich die Leute allerdings nicht provozieren und schafften es mit über 800 Menschen und somit einer der größten antifaschistischen Demonstrationen der letzten Jahre in MV ein kraftvolles Zeichen gegen Nazis in Greifswald und anderswo zu setzen.